Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks und wieder Gast-Replay-Zeit, eingeschickt vom Marky2112 in seiner Bad-Chat. Wir sehen die Teams auf der Karte Klippe, eigentlich ganz ausgeglichen, also hier jetzt keine großen Tendenzen zu einem oder anderen Team. Natürlich ist er Top-Tier, das ist da der Glück, oder das ist natürlich schön, in den Achtergefecht auch mit reinzukommen. Aber jetzt sehen wir mal, ob er uns auch dementsprechend was präsentieren kann. So wie zu erwarten, fahrt er erstmal hier in die Mitte. Wahrscheinlich Richtung Türmchen, könnt ihr mir vorstellen. Der andere Badger hinterher. Ich nehme mal eine eigene Kameraperspektive, weil das ist mir doch ein bisschen zu nah und ein bisschen zu unentspannt, was er da macht. So, und jetzt schauen wir mal, was hier in der Mitte so passiert. Dann macht er den Spot. Gibt hier auch gleich Gas. Da muss er natürlich aufpassen, dass hier nicht sehr schnell die Schüsse in seine Richtung kommen. Die andere Badger hat auch gleich den ersten gefressen. Ja, hier nimmt er ganz klar gut die Mitte direkt ein. STA hat er jetzt auch schon wirklich gut beschossen und jetzt ist er erst offen. Also 1600 Schaden gemacht, bevor man es erstmal aufgeht. Da kann man sagen, alles richtig gemacht. Wir müssen hier raus. Jetzt ist er im Reload natürlich, aber der Gegner hier macht keinen großen Druck. Also von dem her hat er alle Zeit der Welt. Wir zoomen mal ein wenig raus, gucken, was so auf der Karte im Allgemeinen passiert. Da oben im Norden, da ist natürlich, geht's heiß her, die klassischen Heavies gegeneinander. Wird gleich unterstützt durch den E100. Hier in der Mitte jetzt etwas taktischer das Ganze. Also jetzt entscheidet sich's gerade eher im Norden, kann man schon sagen. Und jetzt zoomen wir mal wieder ran. Was hier in der Mitte so los ist, der E75 schießt hier auf Marky. Kriegt keinen Schuss bzw. kein Ziel hier richtig rein. Da ist die Badget. Konnte er direkt einen verpassen und sich dann wieder direkt außen Staub machen. 2000 Schaden gemacht, das war doch bisher ganz schön schnell, der Schaden. Schaffen manche in einer ganzen Runde nicht. Das macht er hier in 2 Minuten. Aber ist natürlich auch prädestiniert, das Moped. So der... Also ich habe vorher übrigens Norden gesagt. Das ist natürlich falsch. Das war der Osten. Aber jetzt hier der Westen ist natürlich etwas offen. Wir müssen hier raus! Oh, der bekommt einen Hit, aber kriegt einen Abpraller, glücklicherweise. Also er hält hier natürlich die Mitte, ganz klar. Aber seine Jungs hier drüben, die bekommen langsam echt Probleme. Mich wundert, dass der IS-8 noch da steht, weil... Oh, das ist sehr schön. Da hat er den STA-1 weggemacht. Und jetzt versuchen sie eventuell hier mal ein bisschen zu pushen. Der E-75, nee, da dürfte er nicht draufkommen. Aber durch die Sicht vom STA kann er jetzt hier weiter vorfahren. Pass auf, hinter dir! Ist jetzt offen. Oh, da von vorne der E-75. Ja, da zieht er sich jetzt zurück, weil er jetzt da einfach zu viele Flanken hätte. Durch den E-75, den Indian und die Badget. Bekommt aber hier den Hit auf dem E-75. Und noch einen. Jetzt muss er erst wieder nachladen. Aktuell 3 zu 5 für den Gegner. So, jetzt ist da mal ein bisschen Ruhe in der Mitte. Beziehungsweise für Ruhe gesorgt worden.
5 zu 7 für den Gegner, also immer noch in der Tendenz hier das Spiel für den Gegner, aber er hat noch hier Vollstruktur. Jetzt kommt aber die IS-7 rum, da muss man jetzt natürlich aufpassen. Da fährt er jetzt wohl auch hin und unterstützt tatkräftig. Vollgeladen ist er, von dem her kann er hier ein bisschen für Bambule sorgen. Ah, da kriegt er jetzt keinen richtigen Treffer oder beziehungsweise kein Ziel richtig rein. Pass auf, hinter dir! IS-7 abgeprallt. Jetzt hat er natürlich alle Zeit der Welt. Und selbst als fahrt ihn da einer vor die Karre. Ärgerlich, aber egal, er macht ihn trotzdem. Zwei Kills mittlerweile schon, jetzt noch zwei Schuss im Magazin. Nicht zu sehr und zu viel Gas auf den E5, weil da kommt von rechts noch die Bad Chat. Sind auch im Klaren, also wird er ihm definitiv helfen. So, jetzt fahrt aber seine Bad Chat auf den E5 drauf. Den einen Hit holt sie sich scheinbar und mal schauen, ob sie sie jetzt rausnimmt. Pass auf, hinter dir! Ah, den ersten Schuss, der andere Wedget vorbei, der zweite trifft, aber jetzt kann er leider nicht mehr helfen. Jetzt ist er nämlich im Reload. Scheinbar die andere Wedget aus seinem Team auch, weil die ist auch auf dem Weg weg. Jetzt macht er sich erstmal aus dem Staub. Jetzt könnte er eigentlich fast mal da drüben auftauchen und denen mal so ein bisschen 1, 2, 3 mitgeben. Weil die rechnen nicht damit und STB1 braucht da definitiv Unterstützung. Jetzt ist er ein One-Shot. Und da ist er leider auch schon weg. Schade, dass er so früh weg ist, weil sonst hätte er natürlich da entspannter helfen können. Aber die Arti hat den Löwen rausgenommen. Und jetzt schauen wir, jetzt müsste er gleich den E75 vor sich aufploppen lassen. Und zwar jetzt. Sehr gut. Einfacher Kill. Und IS-3 wird auch... Nein! Da kriegt er den Kill nicht. Oh, jetzt hat die Arti die Badget rausgenommen. IS-8 ist da drüben allein. Gegen eine andere Badget. Auch hier wird es wahrscheinlich so sein, dass er gleich sterben wird. Wobei Badget ist ein One-Shot. IS kann noch einen vertragen. Jetzt sieht man natürlich, dass er die Arti in der Tendenz alleine lässt, aber wahrscheinlich sinniger, jetzt schnell die IS-8 wegzumachen. Oh, da ist noch eine ISO. Ja, Heidewitzka. Das war natürlich ein Treffer, der ist unangenehm. Hat er zwar getötet, aber... 900 HP muss man auch erstmal verkraften, abgezogen zu bekommen. Oh, da ist noch ein voller Conqueror auch noch. Und er ist im Reload. Jetzt hat er Gott sei Dank daneben geschossen. Schauen wir mal, ob er nochmal einen Schuss drauf kriegt. Nee, glücklicherweise nicht. Spannende Frage, wo der IS-3 mittlerweile ist. Durchgeladen ist er wieder. So, Badger ist weg. Aber, oh, der IS-8 steht dann natürlich so, dass er ja gar nichts machen kann. Das ist ja prickelnd. So, zwei Treffer. 3, 4 und jetzt muss er weg. Jetzt ist er im Reload. Doofer Zeitpunkt, aber ist halt so mit dem Autoloader. Oh, uns Munitionslager weg. Er hat kein Repair-Kit mehr. Jetzt wird der Reload natürlich richtig unangenehm. Und IS-3 ist auch vorne aufgeploppt. Ja, doof, dass der IS-8 da unten sich so eingefahren hat. Also, der kann nicht mehr am Spiel teilnehmen.
Arti ist jetzt auch weggeholt worden. Also, Bru, das sind One-Two-Shots samt Arti. Contra, er ist aber sowas von im Arsch. Au, da trifft er nur die Kette. Nochmal! Also nochmal abgeprallt. Ja, jetzt hat er noch zwei Kugeln im Magazin. Langt auf jeden Fall für den Conqueror, aber dann nicht mehr für die Arty und dann geht er wieder in Reload. Und wenn er nochmal einen Abpraller bekommt, dann wird es natürlich nochmal viel schwieriger. Also an seiner Stelle würde ich jetzt nochmal nachladen. T69 schreibt auch schon im Spiel: My God, is this exciting? Also ja, es ist definitiv aufregend. Ah, der Conqueror ist da auch aber vom Spielstil her doof. Der müsste einfach da nur wegfahren, weil so ist er die ganze Zeit daueroffen. Das heißt, das macht er jetzt ganz clever, dass er sich jetzt erstmal die Arty sucht. Und jetzt lädt er erst nach, also hätte er schon etwas früher machen können. 10 Sekunden, dann hat er nachgeladen und dann will er sich wohl die Arty schnappen. Die Arty wundert mich, dass die den IS-8 noch nicht rausgeholt hat, also vielleicht hat sie keinen guten Winkel auf ihn. Ne, Conqueror macht's fertig. Jetzt muss er auch noch den langen Weg nehmen, weil er so wenig KP hat. Was macht er denn jetzt? Anders gefahren als erwartet, aber er geht sich die Arty jetzt wohl holen. Mal schauen, wo er sie findet. Aber zu erwarten ist sie jetzt natürlich hier im Eck. Oh, ganz woanders. In der Mitte. Erster daneben. Zweiter trifft und zweiter ist ein One-Shot. Jetzt hat er noch 3 Minuten für den Conqueror. Jetzt machen wir ihn aber auch. Und direkt jetzt diesmal der Reload. Er hat ja noch 2 Schüsse, Magat. Der hat ja noch 2 Schuss überhaupt. Oh, oh, oh. Das kann natürlich jetzt das Zünglein an der Waage sein, weil er muss mit beiden treffen. Also wenn er nur eine trifft oder wenn eine abprallt, dann ist das Thema fast rum. Also er kann dann natürlich den Schaden machen mit einer Granate, aber muss er nicht. Und natürlich muss ich ihn auch noch finden in den nächsten 2 Minuten. Aber man darf trotzdem festhalten, 7000 Schaden aktuell gemacht bei 7 Kills ist trotzdem schon eine unglaublich tolle Leistung. Für was er jetzt zu spät ist, oder beziehungsweise ja, Captain, naja, nee, wird er nicht mehr schaffen. Jetzt fahrt er zwar rein, aber es ist ja. Oh, ist das eng. 1,35. Also 1 Sekunde Delay zwischen Spiel und Cap. Wir schauen uns das einfach mal an, was hier noch passiert, ob der Conqueror zum D-Cappen kommt. Aber das kann eine ganz enge Nummer werden, dass er das durchbekommt. Jetzt ist natürlich hier wirklich Warten angesagt und es ist unglaublich spannend. Ich weiß gar nicht, was ich großartig jetzt hier kommentieren soll, aber es ist wirklich nervenaufreibend. Wenn der Conqueror jetzt kommt, er steht so frei, selbst ein vernünftiger Timelapse bringt ihn hier nicht so viel, weil er wäre so oder so offen. Also da muss man wirklich Daumen drücken und schauen, dass da kein Gegner kommt. Wie gesagt, dann noch das Zwei-Granaten-Problem. Also in der Tendenz würde ich da nicht gerne in seiner Haut stecken.
Es schaut aber aktuell noch sehr gut aus. Jetzt noch die letzten 20 Sekunden, die hier anbrechen. Oh, da kommt ein Schuss. Er ist zwar selber nicht offen, aber er macht auch noch nichts auf. Da kommt Blind Shots, lustigerweise. Und sie wurde erobert. Er hat es geschafft. Traumhaftes Ergebnis. Und so knapp, besser geht's gar nicht. Ja, dann kommentiert das Video. Ihr wisst, es wird wahrscheinlich wieder die Möglichkeit geben, für alle ab Mitte Januar kommentierten Videos, dass ein, oder beziehungsweise alle im Januar kommentierten Videos werden wieder einen Code erhalten am Ende des Monats, beziehungsweise zum nächsten Monat. Und dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Deswegen lasst auch einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alka.